Was bisher geschah. Hallo, mein Name ist Raina. Ich habe mit einem ganz kleinen Grundstück, mit 3000 Simoleons, einem Handelstisch und einer Geige mein Leben begonnen. Mein ewiger Begleiter seit dem Zeitpunkt ist mein Hund, den ich seit Welpenalter an habe, der liebe Shadow. Nach Shadow zog bei uns die liebe Kano ein. Mit der haben wir die ersten Hundewelpen gemacht, die hinterher in den Zuchtverkauf hereingingen. Dann hatten wir das wunderschöne und große Glück, die kleine, süße Sydney zu bekommen, die uns ebenfalls unterstützt hat. Nachdem unsere süße Kano so viel Welpen gemacht hat, haben wir sie nach Matthew gebracht. Matthew ist der Mann, der uns das Grundstück vermacht hat und meiner Oma. Ich hatte zu meiner Oma ein ganz besonderes Verhältnis. Dann, eines Nachts, ging ich ins Bett und träumte von der Liebe meines Lebens, einem Mann, der für mich der absolute Wahnsinn ist. Anschließend ging es darum, erstmal mit einer Fähigkeit zur Zeit mein Geld zu verdienen. Wir haben angefangen mit der Geige. Danach ging es weiter mit dem Gärtnern, aber nicht genug. Ich habe es nicht übers Inventar einfach nur verkauft. Nein, wir haben jedes Obststück über den Handelstisch verkauft. Oh, Leute, das war eine lange, lange, mühselige Zeit. Aber wir haben es geschafft. Dann habe ich als nächstes Geld mit der Gitarre verdient. Ach Leute, ich kriege das überhaupt gar nicht mehr, die Reihenfolge konkret zusammen, wie wir wann mit welcher Fähigkeit Geld verdient haben. Es waren auf jeden Fall noch dabei, dass wir nachhaltige Getränke hergestellt haben. Wir haben noch Geld über die Fotografiefähigkeit verdient. Wir haben uns noch, bevor das neue Pack herauskam, einen Hühnermod, hatte ich noch Hühner. Und dort haben uns die goldenen Eier sehr geholfen. Denn liebe Leute, ich möchte jetzt so schnell es geht auf meine Tierklinik endlich sparen. Es ist wunderschön hier oben. Ist es? So einen Moment kriegen wir nicht. Deshalb. Cole, was hast du vor? Raina, willst du meine Frau werden? Cole, ich mag dich wirklich sehr, aber ich kann dich noch nicht heiraten. Was? Und das ist der Grund, warum ich die Liebe meines Lebens einfach noch nicht heiraten kann. Ich möchte etwas vorweisen können, was ich sagen kann, alleine geschafft zu haben. Doch leider musste ich damit den Mann, den ich über alles liebe, in kürzester Zeit, in einer Nanosekunde, ohne dass ich mich erklären konnte, ihm das Herz brechen. Und das ist das, was mir so weh tut. Und ich musste mich in dieser Zeit, und deshalb brauchte ich auch einfach eine Pause, ich musste mich so sehr ablenken davon.
Und ich weiß, dass er fürchterlich darunter leidet, genauso wie ich leiden musste. Und deshalb habe ich mich abgelenkt und in dieser Zeit einmal ohne euch mit der Werkbank mein Geld verdient. Was schon mal für ein Auftakt. Also hey, hey, moin, moin und herzlich willkommen zurück nach langer Zeit bei unserer Raina. Und die ganzen Tiere sind wieder da. Unser süßer Shadow und unsere süße Sydney-Maus liegt hier, macht Bubu. Guckt sie euch an, ist sie nicht unfassbar niedlich? Wer möchte denn da nicht schon wieder vor Niedlichkeit sterben? Und hier ist unsere andere Schnarchnase zum schnarchenden Rainer-Pan. Unsere süße Lumi-Maus, die sich jetzt extra nochmal hübsch macht für euch. Und unser Neueinzug, ja, von mir aus. Unser süßer Neueinzug, die süße Kira. Huch, Kira? Kira. Nur Frau mit ordentlich Hummeln in den Beinchen. Kann ich dich jetzt endlich filmen? Danke! Ah, okay. Wir machen Glitchy Glitchy Town. Hör auf damit! Überspielen im Möbel lernen. Und beruhigend streicheln. So. Wenn das so weitergeht, muss ich dich weggeben. Ihr mögt euch ja gar nicht. Warum? So, kannst du sie jetzt mal beruhigend streicheln? Ach Gottchen! Oh, lauter Rolligkeit hier. Oh. Und nach langer Zeit muss ich heute in diesem Part unbedingt, Leute, unbedingt, es nützt alles nichts. Denn ich habe mir heute ganz aktuell frisch die Gewinner angeguckt. Und ich möchte euch zeigen, welche Verlobten einziehen. Denn ihr müsst heute entscheiden, wer bekommt wen. Das ist das wundervolle Haus, in dem unsere Rachel bleiben wird. Und nächste Woche tue ich dann die beiden Häuser, mit denen unsere süße Rachel dann nämlich nach Windenburg zieht. Und dies hier bleibt Juliettes Haus. Ich weiß gar nicht, ob ich das gerade richtig gesehen habe. Das werde ich dann erst wieder im Schnitt feststellen. Für die Leute, die neu sind, das hier ist die wundervolle Juliette. Das ist eine sehr, sehr enge und gute Freundin unserer Raina. Und eine mitgute Freundin und auch mir von euch erstellen ist noch die wundervolle Rachel. Da aber Raina den größeren Bezug zu unserer wundervollen Juliette hegt, bleibt Juliette natürlich auch in Brindleton Bay. Irgendwie, die beiden, das ist eine tiefgründige Freundschaft, die da drin besteht, dass Juliette zu uns kommt und unseren Garten macht und Raina hierhin geht und ihren Garten macht. Ja, was soll ich dazu sagen?
Sie haben einmal von uns den wundervollen Grant damals adoptiert, der mittlerweile kein Welpe mehr ist, sondern ein erwachsener Hund. Und jetzt klopfen wir hier doch mal an, denn die jungen Männer sind da und da müssen wir uns ja vorstellen, als gute Freundin, wie sich das gehört und erstmal klar machen, wenn ihr unsere Freundin schlecht behandelt, dann habt ihr es ganz schlecht, ne? Diese typische Freundengeschichte. Oh Gottchen, Rainer! Muss ich wieder auf Toilette? Juliette macht dir bestimmt gleich was zu essen. Na, guck mal, jetzt darfst du reingehen und dann kannst du dir direkt mal ein Klöchen suchen. Denn ich suche die wundervollen Männer. Hupala, aber ja, da war ich mal gleich ganz sexy unterwegs. Sag mal, ganz, ganz sexy unterwegs. Aber um diesen jungen Mann geht's gerade gar nicht, denn... Tada! Wir haben nämlich einmal als Verlobten und Hauptgewinner mit 6 Daumen nach oben den wundervollen Sam McKinnon. Und da ist jetzt die Frage, soll Juliette oder Rachel diesen wundervollen Mann bekommen? Schreibt es mir mal in die Kommentare, beziehungsweise ich lasse anpinnen. Ich schreibe dann Sam und dann Juliette und dann nochmal Sam und Rachel. Und unten drunter, nun suchen wir noch den wundervollen Damien. Wo ist Damien? Du bist auf jeden Fall nicht Damien. Hier oben haben wir ja auch noch ein bisschen Platz. Der ist bestimmt jetzt unterwegs, ne? Ah! Moment, Leute, ich muss mal ganz kurz was fixen. So, entschuldigt bitte. Dieser junge Mann hat sich denn mal die süße Taya geschnappt und die haben wir von der lieben einfach Animal bekommen. Und das ist unser wundervoller Damien, den ihr euch ausgesucht habt. Und dann dürft ihr mir jetzt auch in die Kommentare schreiben, wird das Juliets Mann oder wird das Rachels Mann? Unten pinne ich wieder eine Nachricht an, die könnt ihr dann daumen. Falls ihr nämlich nicht kommentieren möchtet, braucht ihr einfach nur einen Daumen setzen. Ihr müsst dann auch nichts schreiben. Gar kein Problem. Und nun springen wir wieder mal zurück zu Rainer. Leute, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Ich habe gerade völlige Reizüberflutung. Absolut vollkommen in diesem Part. Weil 3 Wochen ist es her, dass wir unsere süße Rainer-Mausi gesehen haben. Und jetzt können wir endlich mit ihr spielen und jetzt habe ich euch endlich die Verlobten vorgestellt. Und nächste Woche, wie gesagt, tun wir endlich die Häuser. Das habe ich euch ja auch mal versprochen. Habt ihr eigentlich irgendjemand mal was gekocht? Nee, sieht nicht so aus. Rainer, kannst du dir sonst zumindest, während wir hier sind, kokette Herzkekse, okay, eine schnelle Mahlzeit essen und dir einfach mal irgendwie so einen Joghurt schnappen oder so? Guck mal, hier ist ein Hamsti. Wir müssen uns auch noch einen Hamsti zulegen. Aber wir müssen sowieso ja noch alle Schnuckeltierchen haben. Oh, guckt euch hier den Schnucki an. Hupala. Oh, jemand mal eben abgestürzt, wa? Geronimo. Hupala. Jetzt sag ich, was los? Was geht denn hier heute Abend? Heieieiei. So, Rainy ist gerade jedenfalls auf Toilette. Rachel und Juliette verstehen sich auch wunderbar, wie wir sehen können. Und nun wollen wir wenigstens auch noch mal unsere Freunde besuchen. Oh, es sieht so toll aus, dieses Haus. Und bald wird hier unsere Tierklinik stehen. Die stelle ich euch dann nämlich nächste Woche auch noch vor. Endlich! Rainer hat die 105.000 zusammen für ihre Tierklinik. Und das heißt, wir können dann auch bald endlich das Haus renovieren und ein neues Häuslein für Rainer bauen. Denn ihr wisst ja, Endziel der Challenge ist ja, ein Haus zum Schluss zu haben von 375.000 Simoleons. Ja, es riecht gut. Ich habe mir jetzt endlich das Staubsauger-Kit geholt und bereue es irgendwie gerade, weil die Sims alle paar Nase lang stehen bleiben. Oh, ich schnupper dir so gut. Oh, und es ist so herrlich sauber und oh, es ist so herrlich clean. Das heißt, Rainer braucht ja auch noch einen Staubsauger-Ruby, ne? Ja, moin. Und das ist, glaube ich, der wundervolle Bruder von Damien, wenn ich mich nicht irre. Wenn das jetzt falsch war, weiß ich, dass ich später auf jeden Fall auf den Deckel kriegen werde, weil ich weiß, zu wem die Sims gehören. Aber, Schnuggi-Maus, ich hab dich trotzdem lieb. Also, falls ich was Falsches gesagt habe, tut es mir wahnsinnig leid. Und es ist auch schon wieder Abend und unsere Rainy muss ja auch noch Hausaufgaben machen. Denn unsere Rainy ist durch den Urlaub, ah, Gott sei Dank, einer Oberschülerin, aber sie ist so ein bisschen hier abgesankt. Da müssen wir halt so ein bisschen auch drauf aufpassen, dass sie jetzt eben halt oben auch bleibt. Und jetzt ist für mich die Frage, was meint ihr? Sollen wir direkt in die Tierklinik starten? Oder soll unsere Rainer erstmal als Ärztin nochmal ein bisschen Geld verdienen und ein Arztstudium machen? Also ich würde einfach sagen, dass Rainer wirklich so viel Ahnung schon von Tieren hat, dass wir direkt starten können. Denn ich finde die Idee eigentlich dahinter, weil sie hat Tiererziehung voll und ihr geht es ja auch dementsprechend gut,
dass sie eigentlich sagen können, wir könnten es eigentlich gleich loslegen. Denn ich bin so hyped drauf, ich will endlich drinnen spielen, Leute. Schreibt es mir mal in die Kommentare, das würde mich absolut interessieren. Ich hoffe, es geht euch allen auch gut. Und an dieser Stelle, während unsere süße Rainy Mausi hier ihre Hausaufgaben macht, natürlich magst du Gartenarbeit, das wäre mir ja ganz neu, wenn nicht. Kann unsere süße, wundervolle Raina ihre Hausaufgaben jetzt in Ruhe machen. Und ich werde an dieser Stelle den Part beenden. Wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund, schönes Wochenende und Feier im Herzen. Ja, moin, Jillian.